Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Und heute werden wir die Treibstofftanks anbauen. Und zwar haben wir hier zwei von den großen Treibstofftanks. Insgesamt werden wir vier anbauen. Das heißt, wir starten diese Rakete zweimal. Und das ist natürlich die Avalon 4B mit 130 Tonnen Nutzlast zum Orbit. Das insgesamt hier wiegt gerade mal 110 Tonnen, also es sollte locker ausreichen, um die Tanks an die Station anzubauen und dann mit dem restlichen Treibstoff noch zusätzlich unsere Landeeinheiten quasi ein bisschen aufzufüllen. Ja, das wird die heutige Mission werden, also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Da würde ich sagen, fliegen wir los.
Und da haben wir es geschafft. Wir haben die Stufen gelandet. Wir haben hier 0,6% noch übrig. Wir gehen mal zur MS Colony. Da ist sie. Hat jetzt einen Orbit von 100 Metern. Zu wenig auf beiden Seiten, aber egal. Da haben wir sie. Da haben wir die zwei großen Treibstofftanks jeweils auf beiden Seiten. Und die werden deutlich mehr als genug sein, um eben dieses eine weitere Modul, also unser Landepad und das Raumschiff hinzubringen. Und ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.